Wunderschönen guten Tag. Willkommen zu Teil 5 unserer YouTube-Vortragsreihe Verhandlungstaktiken. Ich will mich heute das letzte Mal mit dem Thema Vorbereitung beschäftigen und kurz einen weiteren Schlüsselbegriff mit Ihnen besprechen, der im Bereich Verhandlung sehr, sehr wichtig ist. Zunächst einmal zur Vorbereitung. Wir haben uns bisher unterhalten, was ist der richtige Verhandlungsort, wie bestimme ich mein Ziel, wie priorisiere ich Ziele, was ist das richtige Kommunikationsmittel. Jetzt geht es noch um eine letzte Frage, nämlich die Frage, was sind eigentlich die optimalen Teilnehmer in einer Verhandlung, in der man persönlich anwesend ist? Im alten römischen Recht galt im Grunde, wer mehr Leute dabei hatte, der hat auch gewonnen. Das würde ich mal sagen, das ist nicht so optimal, wenn man 20 Menschen mitbringt. Allerdings ist vielleicht ein einziger, der an der Verhandlung teilnimmt, auch schlecht. Im Endeffekt sagt man, dass die optimale Verhandlung erstmal aus einem Verhandler selber besteht, der die Verhandlung führt, den nennt man auch Negotiator. Das ist der, der wirklich unmittelbar die Verhandlung vorantreibt. Dann aus einem sogenannten Commander. Der Commander sitzt neben dem Negotiator. Das ist der etwas weisere, der den Überblick über das Ganze hat, der ruhiger wird, der hier und da mal die Richtung vorgibt. Und das war's dann auch. Wer nicht am Tisch sitzen sollte generell, das sind Leute, die sozusagen die Grundlagen für die Verhandlung liefern. Ja? Wie die wie Controller, wie HR-Abteilungen, wie Juristen und so weiter. Das ist eigentlich ein Thema, die sollten zwar Zugriffe unter Umständen sein, wenn dringend Unterlagen gebraucht werden, aber da an der Verhandlung nicht teilnehmen. Da dadurch, dass wenn man 3, 4, 5 Personen auf der eigenen Seite hat, widersprüchliche Aussagen zustande kommen, vielleicht sich doch der ein oder andere locken und leiten lässt zu Aussagen, die man eigentlich gar nicht treffen möchte. Also optimal in der Regel Commander und Negotiator. Wer auf keinen Fall an der Verhandlung teilnehmen sollte, ist der sogenannte Decision Maker. Das ist der Boss, das ist der Big Boss in Konzernen, der Auftraggeber, für den man letztlich verhandelt. Denn der Decision Maker ist der eine, der dann nur absegnet. Und wenn der an der Verhandlung ist, wird sich das Gespräch nur zwischen dem Decision Maker und der anderen Seite entwickeln. Und der eigentliche Verhandler wird da wenig Rolle noch spielen. Das hemmt auch ein bisschen die Verhandlung. Und was ganz wichtig ist, man kann dieses schöne Stilmittel der Unterbrechung der Verhandlung nicht mehr reinbringen. Es ist sehr, sehr wirkungsvoll, wenn es um wichtige Fragen geht, hier und da mal zu sagen, oh, da wollen wir mal bitte 10 Minuten unterbrechen und dann müssen wir erst mal anrufen. Das Ergebnis, das man danach verkündet, das hat sehr viel mehr Bedeutung und ist sehr viel eher in Stein gemeißelt, als wenn jetzt ein Decision Maker daneben sitzt, der dann eine Aussage trifft. Das sehen wir zum Beispiel häufig vor Gericht. Wenn der Mandant nicht anwesend ist und man will sich einigen, dann sagt man als Anwalt, ich muss noch mal telefonieren, kommt mit einem Ergebnis wieder. Und dieses Ergebnis wird zwar teilweise auch noch diskutiert, hat aber eine ganz andere Beständigkeit und Festigkeit. Also die 2 Leute anwesend, optimal. Oft wird es nicht so klappen, aber das ist sozusagen die optimale Besetzung. Dann noch zu einem, wie ich vorher erwähnt habe, zentralen Begriff der Verhandlungsstrategie. Einen zentralen Begriff haben wir ja bereits uns angesehen, das ist der Begriff der Verhandlungsmacht. Jetzt möchte ich Ihnen noch kurz etwas erzählen über den Begriff von Stress. Stress ist ein ganz wesentlicher Faktor in Verhandlungen. Es ist ganz klar, wer unter Stress steht, wird falsche Entscheidungen treffen. Wer die ganze Sache im Griff hat, wird ruhigere und bessere Entscheidungen treffen. Grundsätzlich wird man sagen, wenn man sich die verschiedenen Phasen der Verhandlung ansieht, dass grundsätzlich in der Vorbereitungsphase der Stress natürlich sehr, sehr gering ist. Deswegen muss man sich ja gut vorbereiten, man sieht da Dinge klar und kann im Grunde richtig priorisieren, kann die richtigen Fragen stellen, die richtigen Interessen rauskehren, ohne in irgendeiner Stressbelastung zu sein. In der Kennenlernphase, in der Eröffnungsphase, mit der wir nächstes Mal beginnen, ist der Stress eigentlich am höchsten. Da weiß man nicht, was einen erwartet, man kennt die andere Seite nicht, ist vielleicht in einer ungewohnten Umgebung. Und dann kommt die Verhandlungsphase mit Stressphasen, die auf und ab gehen. Und dann schlicht und einfach dann die Phase danach, die auch letztlich, was ich noch, zur Finalisierung zählt, zum Closing, wenn man Verträge verhandelt. Da geht der Stress auch nochmal vielleicht hoch, wenn irgendwelche Dinge nicht funktionieren. Aber was ist eigentlich Stress? Ja, der Mensch kommt in Stress, wenn sozusagen nur noch sein Stammhirn arbeitet. Man unterscheidet zwischen Großhirn und Stammhirn. Normalerweise agieren beide miteinander, die Synapsen, die verbinden beide und der Mensch handelt sozusagen über Groß- und Stammhirn. Das Großhirn ist im Grunde das Hirn, das fürs Denken zuständig ist, fürs rationale Denken, während das Stammhirn
das sehr viel älter ist als das Großhirn, nämlich 450 Millionen Jahre, im Gegensatz zu 1,5 Millionen Jahre Großhirn. Stammhirn ist eher für das Thema Flucht, Abwehr und so weiter zuständig. Wenn ich jetzt unter Stress gerate, dann ist diese Zusammenarbeit zwischen Groß- und Stammhirn plötzlich abgestellt. Der Körper macht den Riegel zwischen Groß- und Stammhirn und funktioniert nur noch über das Stammhirn. Das heißt, er ist nur noch darauf ausgelegt, entweder anzugreifen oder zu fliehen, die wesentlichen Körperfunktionen aufrechtzuerhalten, aber ganz bestimmt nicht darauf, Dinge zu analysieren und ruhig und bedächtig und bedacht und mit Bedacht abzuwägen. Das heißt, es wird ganz wichtig sein, darauf kommen wir in den nächsten Folgen immer wieder, dass man den Stress so niedrig wie möglich hält. Nehmen Sie das einfach mal mit. Ich komme darauf zurück in den nächsten Folgen. Bis dann verbleibe ich wieder mit besten Wünschen für die Woche und freue mich schon auf Folge 6 in der nächsten Woche. Auf Wiedersehen.